Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pixel Crisis hier bei Archive. In der letzten Folge haben wir jetzt gesehen, wie schwer es sein kann. Da ist ja fast nichts auf der Insel. Warum wurden wir hier? Wir hatten doch eine volle Crew. Warum sind wir jetzt plötzlich hier? Und wir haben kein. Safe Games, verlasst mich nicht. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie schwer es ist, eine komplette Crew aufrechtzuerhalten. Und deswegen. Ich brauche unbedingt Essen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo wir schon waren. Aber. Ich denke mal. Nee, ich brauche Stufe 4 Piraten. Ich segel mal kurz zu der Stadt drüber. Safe Game. Und es dauert immer noch so lang. Das ist leider so. Aber ihr habt ja mich zur Unterhaltung. Auch wenn das nicht ganz so klappt. Und, oh. Die sind hier pissig. Wer ist pissig und wie pissig ist der? Ja, okay, bis zur Stadt schaffen wir das locker. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon waren und ob wir eine Taverne dort haben. Mal schauen, wir haben dort keine Taverne. Mist. Aber ich kaufe trotzdem schnell Essen. Und sobald alle unten sind, schicke ich sie auch gleich wieder hoch. So, los. Essensvorräte gleich 0. Ja, geh weiter. Kann ich noch schnell was verkaufen, weil wir jetzt weil es eh nicht so gespeichert hatte wie geplant. Nichts wirklich Wertvolles. Hier. Nur die Barrels und der Fisch. Gut. Dann würde ich Suppen kaufen. Ja, soll erstmal reichen. Habe ich hier. Was kann ich hier alles verkaufen? Nichts Wertvolles. Das ist ehrlich, kann ich was Cooles kaufen? Nee. Hallo? Eigenartig. Kann ich hier was verkaufen? Ja, die Grindstones brauchen wir. Die Masken. Oh! Die wurden jetzt geändert. Die geben nicht mehr 1 TP mehr, sondern 30% mehr XP. Deswegen würde ich sie verkaufen. Weil 1 TP mehr ist schon wertvoll, aber XP, mein Gott, das kriegen wir auch so mit. Ist jetzt nicht so sexy. Location of a buried treasure brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Tabak ist but is bad for you. Oh. Sonst. Da ich jetzt nicht weiß, wie nützlich die Skills sind, würde ich sie verkaufen? Ja, ich verkaufe sie einfach nur, weil ich relativ viel Gold brauche. Und zwar, was haben wir hier? Habe ich hier vielleicht Ship Prepare? Hawkeye? Nein! Kein Fishing. Na gut. Dann kaufe ich mir noch Essen. Jetzt haben wir genug. So. Noch mehr Suppe. So. Noch mehr Suppe. Noch eine Suppe.
Und dann geht's auch gleich weiter. Ich glaube, ich werde auch die einfach jetzt bezahlen, weil ich keine Lust habe, dass die meutern. So. Und wenn ich eh schon die Suppen habe. Schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mal geht es dahin auch noch. 12 mal 13. Wir haben jetzt 146 Food Servings, die aber leider noch zubereitet werden müssen. Aber gut, dass sie gleichzeitig auch. Hallo? So. Aber gut, dass sie gleichzeitig auch Hunger haben. Denn ich wollte Stufe 4 Piraten angreifen und ich finde keine. Ja, wir segeln direkt zu denen, Basho. Nee. Stufe 4 Island. Ja. Okay, wir haben jetzt genug Gold. Wir können uns das ein bisschen leisten. Dann Safe Game. Und deswegen farmen wir jetzt die ganzen Stufe 4 Sachen ab. Nicht mit den Lowies, weil die würden sehr schnell draufgehen. Sondern nur mit unseren starken Leuten. Die ich jetzt aber noch schnell einteilen muss. So. Und zwar würde ich sagen, jeder über 300, über 250 geht in den Borders. So. Nein, nein, ja. So, du auch. Nein. So. Der 250 passt. Border. Ne, wobei der angelt. Den lasse ich bei Training. Ja, den lasse ich bei Training. Der angelt auch. Manu. Okay, 103 AP. Jetzt kommt. Ach, der kann auch mitkommen. Ja, der kann ab. Der kann mitkommen. Boah, und 8 AP. Hihi. Und hier noch. So. Habe ich denn eine bessere Waffe für ihn? Nee. Die Waffen wähle ich dann später aus. 160. Zu wenig. Ja. 150. Zu wenig. Zu wenig. So, ab jetzt. Ah. Der hat genug. Aber der angelt. Toll. Mann. So, Mist. Alles schön durchskillen, wenn ich schon dabei bin. Okay. Ja, der könnte auch noch mitkommen. Der kann auch schwimmen, ist leider blind, aber egal. Was gebe ich ihm denn? Ja, eine Giant Axe wird schon reichen. Mal schauen. So. Wie ich die Waffen den guten Leuten gebe. So. Der hat schon. Die sind schon echt schwach. Also. Ich musste sie auch aus einer kleinen Taverne kaufen. So. Du auch noch, also mit kleiner Taverne meine ich von einer schwachen Insel, weil die anderen, die ich ja aus dieser, was waren das, Stufe 5 oder Stufe 6 Insel gekauft habe, die waren ja, ja, die haben auch richtig schöne Waffen mitgebracht. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass wir die zwei Slots frei haben, kann ich ja mal schauen. Vielleicht finde ich noch welche, die ich mitnehmen kann, um dann unsere Crew quasi direkt mit stärkeren Leuten zu bestücken. Du brauchst das jetzt nicht, sondern vielmehr 5% mehr Crit oder ja, okay, XP sowieso. Das auch. Auch wenn es bei ihm jetzt nicht so viel bringt. Aber so will ich das. Und so soll es sein. Ja, 5 Crit. Na, na, na. Das ist nicht 10% mehr Damage und 5 Stärke, das
gebe ich. Warum hat das Hulk nicht? Hier, jetzt haben wir 40, 32. 44, 52. Dann kriegst du das hier. Und der Hulk geht immer noch auf Crit. Und bei ihm bin ich mir nicht sicher. Wir haben jetzt 30% Crit. Ich glaube. Ja, tja, tja, tja. Mehr Movement Speed, dies da, nee. Ja, 50% Crit wären schon echt nice. Aber wenn er mehr Schaden macht, ist es auch nicht verkehrt. So. Haben wir eine bessere Waffe für ihn? 25, 83. Hier sowas zum Beispiel. 32, 80. Und er hatte schon die beste, glaube ich. Obwohl, wenn er die hier kriegt, 33, 39, 42, 40. Aber die ist nicht. Oh, Stufe 6. Stufe 9. Stufe 9. Stufe 10. 59, 36. Uiuiuiui. Uiuiui. Uiuiuiui. Ich kann. Uiuiui. Ach du Schande. Und 75%ige Chance, dass der Damage nochmal um 15% weg. Ach du Schande. Okay, Bob Falcon, was kriegst du? Du brauchst mehr Life und mehr Stärke. Und auch nicht ein Chef's Knife, sondern mehr Crit. So, du. Life und Stärke. So bis 400 Life und Stärke eigentlich, außer der Hulk, der braucht es nicht. Der one-hittet jeden. Das ist ja easy going. 13,65. Was haben wir noch? Doppel-Axt. 24. Ja, geben wir ihm den Brutalizer. So, was haben wir hier noch? Der ist nur im Training. Hier, statt 21 Damage kann der auch ruhig. Wo ist sie? Okay, ich wusste jetzt nicht, dass die Giant Axe so viel macht. Aber ein Item braucht er noch. So und sonst. Ah, da war noch ein Border. Kann ich ihm noch ein Item geben? Ja, genau, den Bart. Und dann, nee, ich gebe ihm lieber das hier, den roten Umhang. Weil dann er nicht bluten kann. Normalerweise müsste ich ihm den Kapitän geben. Manche kennen vielleicht den Witz. Aber das passt so. Au. Wir haben jetzt nur 6 Border. Aber das ist okay. Wir haben dafür 6 Monster. Achso, wir segeln ja schon. So. Dann los, Border. Macht man alles nieder hier. Ich meine, was sind das schon für 71 und 99 live? Aber die haben Pistolen. Das ist gut. Kann ich die anderen auch gleich mal ausrüsten damit? Der Captain kann schon mal hier gehen zur Truhe. Ist angenehm, eine kleine Insel. Hat es uns vergiftet gerade? Nee. Kokosnussbaum. Kriegen wir Kokosnüsse. 2. Und dann können wir auch gleich weiter segeln. Ich sagte, weiter segeln. Kommst du. Brav. So. Worldmap. Ich brauche Stufe 4. Ja, Stufe 5 Braten würde ich auch gerne angreifen, aber. Dann. Aber wir haben genug Gold. Wozu uns den Stress machen? Ich gehe erstmal zum Stufe 5 Insel. Da können wir uns ja. Safe Game. Können wir uns ja jedes Mal immer noch zurückziehen.
auf dem Schiff. Bei den Piraten ist es eher schlecht. Die können uns ja immer noch angreifen, dann mit den Kanonen. Und so ist das besser. So Leute, räumt mal bitte erstmal das Schiff auf. Das wäre wirklich sehr nett. Und ihr könnt auch ruhig mal kochen. So, was haben wir hier? Eine Menge Tiere, aber keine tatsächliche Bedrohung. Für uns ist nichts mehr eine Bedrohung. Nicht mal die Danger 10.000 Piraten. Packen wir auch mit links. Ist ja selbstverständlich. Ja, der Captain kann auch gleich ein bisschen weitergehen. Ja, komm. Auch kein Schwein. Oh, das war jetzt nicht so klug. Ich achte jetzt auch gar nicht auf das Leben von denen, weil es sehr unwahrscheinlich ist. Yeah, eine Giant Axe mehr. Heb sie bitte auf. Heb sie bitte. Oh, er hebt sie nicht auf. Dann nicht. Warum haben die. Aber warum räumen die denn bitte nicht auf? Klar, dass unsere Moral jetzt schon wieder im Eimer ist. Ja, räumt es bitte auf. Das ist doch nicht so schwer. Ihr geht einfach hin und schießt es weg. Sind alle oben? Alle oben, das ist gut. Ja, ich verstehe die nicht. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen, dass sie erstens das Schiff aufräumen und zweitens ein bisschen was kochen. Und gleichzeitig können die auch was annehmen. Aber während ich warte, das kann ich ja zum Beispiel so zwischenfallen machen. Ich sage hiermit vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass es klappt, weil ich habe jetzt vor, die Stufe 5 Piraten anzusiedeln. Nicht, dass ich die jetzt, ja, dass ich gleich fehle. Sollten die anderen, die Schwächeren sterben, dann werde ich mir zwar ziemlich in den Arsch beißen, aber no risk, no fun, ne? Das kennt man ja. Deswegen, ja, sage ich nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt sind die startig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!